Fakt ist in unserer Gruppe, dass einfach Schweden und Finnland einfach trotz ohne NHL-Stars einfach immer noch besser sind. Sie sind immer noch an einem anderen Level wie wir. Aber Fakt ist auch, dass wir jede Mannschaft auch schlagen können. Aber da brauchen wir wirklich einen guten Tag und wir brauchen die komplette Mannschaft, um diese Erfolge zu erreichen. Wir wollen in die nächste Runde kommen und da muss man eben vielleicht einen großen Ärgern und natürlich auch gegen Norwegen überstehen. Aber ja, Fokus alleine ist jetzt momentan nur Finnland und alles andere wird man sehen. Und wir brauchen einen guten Start und deswegen ja, werden wir uns auch dementsprechend vorbereiten. Es ist sehr enttäuschend und bitter, besonders für unsere deutschen Jungs, NHL-Jungs, die uns eigentlich, ja, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir es überhaupt so weit geschafft haben. Deswegen, nee, ist einfach nee, anders, würde ich sagen, dieses Jahr. Und deswegen finde ich es schade und ich hoffe, dass auch in Zukunft bei den nächsten Spielen wieder die besten Athleten dabei sind. Das heißt, dass alle NHL-Spieler wieder vor Ort sind.